unterwegs auf dem Lahntalradweg. Teil 3. Die Reise beginnt problematisch. Auf dem Weg von Wetzlar nach Solms müssen Radler den R7 wegen der Baustelle an der B49 umfahren. Erst unterhalb des Klosters Altenberg geht es auf dem R7 weiter. Und der Radweg hat im Solmser Abschnitt einige Tücken. Wir sind eben hier ein klassisches Stück von falscher Verkehrsplanung langgefahren. Und zwar haben wir hier Radwegepflicht. Das heißt, der Weg hinter uns, beschildert mit dem Schild 241, muss vom Radfahrer gefahren werden, obwohl er jede Menge Ausfahrten hat, wo sehr viel Verkehr ist, Lieferverkehr ist. Der Weg ist höllisch gefährlich. Der Weg nach Solms führt zunächst über die Lahn. Über die Lahn müssen wir, weil alles, was an Radwegen auf dieser Seite besteht, durch den Neubau der B49 ausradiert wird. Die Ruine der ehemaligen Klingwerke erwartet Fahrradfahrer auf dem Weg nach Solms ebenso wie mehrere Bahnübergänge. Die natürlich nicht so gerade das Schöne sind auf einem Radweg. Wir haben es mit einem recht scheußlichen Weg durch ein Gewerbegebiet zu tun. Landschaftlich leider wenig Ansprechendes zu sehen. Am Ende des Solmser Abschnitts führt der Lahntalradweg direkt am großen Campingplatz Scholeck vorbei. Biergarten inklusive. Zum Ende unseres Solmser Abschnittes kommen wir zur Kanustation am Scholeck. Meines Wissens die größte Kanustation Hessens.